Hallo und willkommen wieder bei Let's Play Anno 2205 hier auf meinem Kanal Social LP. Ich bin Social und unterhalte euch. Letzte Folge haben wir Investoren erreicht. Heute würde ich sehr gern den Fusionsreaktor machen. Und was ich gerade sehe, wir kriegen auch immer wieder neue Namen. Hier steht zum Beispiel Insider-Tipp. Das heißt, wir sind. Verstehe ich nicht, was das bedeuten soll. Heute bauen wir weiter hier. Wunderschöne Investoren. Ich finde das immer noch geil. Ein paar. Ich habe mich immer gefragt, wozu diese hier eigentlich Schwerkraftkompensatoren brauchen. Hat sich Walle Gaming auch gefragt. Und einer unter seinen Kommentaren hat gefragt: Zoom mal an die Gebäude heran, dann sieht man, was die damit machen. Also, jetzt sehe ich noch gar nichts, aber anscheinend sollte irgendwann mal. Wenn wir die vielleicht gemacht haben, auch gebaut haben und die freigestellt haben, sollen wir sehen können, was sie damit machen, mit diesen Dingen. Guck mal, das ist ein Fahrstuhl. Diesen Schwerkraftkompensatoren. Die sollen anscheinend die Schwerkraft verringert oder so. Und das ist von Auto, oder wie? Was, der ist von da oben mit dem Auto runtergefahren? Das ist doch ein Fahrstuhl, das ist ein Auto. Hä, warum fahren die so weit hoch? Jetzt ist er voll verschwunden, genau. Aber ich finde die auch sehr, sehr luxuriös. Anni, hier ist so ein Fahrstuhl, ich habe mich so verguckt. Das geht aber so schnell, ich drücke den ganz kurz drauf. Ah ja, so kann ich ja steuern, auch. Ich wünschte, ich könnte die Katze davon abhalten. Nicht gerade der Mittelpunkt der Welt, aber das verlange ich doch gar nicht. Ja. Irgendwo soll man dann was sehen können. Oder gesagt. Jetzt nicht nur den Fahrstuhl, die ich ungewöhnlich finde, sag ich mal. Wenn ich überhaupt irgendwas ungewöhnlich sagen soll. Naja, vielleicht wenn wir den Schwerkraftkompensatoren gegeben haben, dann kann man sehen. Vielleicht erst dann. Naja, gut. Hier sind noch den wunderschönen Bahnhof. Den will ich mir auch noch nicht so richtig angucken. Hier zu leben hat ein paar Vorteile. Ja, ein paar. Ist schon cool. Ja, gut. Können wir noch ein bisschen mehr aufsteigen lassen hier. Haben jetzt, ich war gerade ein bisschen kurz AFK und dann kommt ein bisschen nichts. So, heute würde ich sagen, hier bald können wir auch schon den Dingsbums. Es gibt die ausländischen Investoren, 25.000. Da können wir auch schon den orbitalen Raumhafen betreiben. Und da brauchen wir, weiß ich gar nicht. Da steht ja schon wieder Bahnhofmangel, Mann. Wir haben doch gar keinen Bahnhofmangel. -1 Tor. Ich würde sagen, ich brauche hier so einen Doppelbahnhof hin. Ja, ich brauche hier einen Doppelbahnhof. Man muss mir die Polizei verschieben, das möchte ich nicht. Mein Freund, wenn jemand Sie überholt, schauen Sie genau hin und lernen Sie. Setzen Sie dann um, was Sie gelernt haben. Die Bilanz geht jetzt nicht in den Arsch. Den Bach runter, besser gesagt. Muss da vielleicht noch irgendwo eine Polizei rein? Nee, oder? Das ist nichts. Und ich hier gleich hier eine hinbauen dann stattdessen. Sie auch schon wieder verdammt viel abreißen. Um diese blöde Polizei zu bauen. Naja, egal. Dann haben wir jetzt immerhin Polizei wieder. So, da. Jetzt kann ich da vielleicht noch ein paar Häuser reinquetschen. Und hier noch ein bisschen wegreißen, damit wir das gleich optimiert bauen können. So. Jetzt tun wir hier noch außenrum. Ja, außenrum. Hier, so hat sie einmal perfekt gepasst. Beziehungsweise fast perfekt. So, da kommen Parkplätze hin. Bin doch überall. Oh, Investoren. Ja, genau. Hier. Wo müssen wir nochmal hin? Ah ja, Ornamente. So. Jetzt passen da wahrscheinlich noch Häuser hin wie vorhin. Hätte ich gar nicht abreißen müssen. Oder abreißen brauchen. Können wir sogar drei unter.
locker eine schöne Straße, damit sie da schon alles viel schöner ist. So, noch ein bisschen aufsteigen lassen, sodass sie vorne wieder so waren, wie sie sind. Boah, von einem kleinen Häuschen direkt auf Investoren. Das ist so lustig. Oh, jetzt geht's so richtig ab hier. Fang damit an. So. Kriegst du schon hin. Sonst nichts mehr? Doch, hier können auch ganz viele. Müssen wir aber gleich wieder nachfüllen wieder. Ein paar Sachen garantiert. Ja, doch, passt noch alles. Ja, natürlich Replikatoren fehlen jetzt, ne? Aber was soll's. So, jetzt erstmal befestigen Sie längs. Okay, machen wir später immer. 1 von 8 jetzt sogar schon. Bauen Sie Fusionsreaktor. Liebend gern. 1,4 Millionen, bald können wir schon mal überbauen. Das kostet 2 Millionen. Zu Cassian? Wie viel kostet das hier? 2,3 schon. Naja, egal. Meine Leute können jeden Credit und jede Kiste mit Waren gebrauchen. Kommen Sie zu meinem Camp, wenn Sie etwas entdecken. Ich mach zuerst die Story fertig und danach geht's mit den ganzen Sachen weiter. Ich mach zuerst alles, was diese Tante mir sagt. Und jetzt Fusionsreaktor. Wo bauen wir den schönen hin? Wo bauen wir den schönen Kerl hin? Na, wo bauen wir ihn hin? Sagen wir, bauen ihn hier hin. 3, 2, 3, 2, Achtung, Unterversorgung 1. Mit bestimmten Verbrauchs- es funktioniert tatsächlich. Sie haben gerade eine unerschöpfliche, saubere Energiequelle erzeugt. Es wird die Menschheit in eine neue Ära katapultieren. Geil. Und jetzt teilen Sie Ihre Errungenschaften mit der Welt. Ich glaube, Union möchte, dass Sie die 2 stärksten Energietransmitter bauen, die es je gegeben hat. Geil. Warte kurz. Warte mal ganz kurz. Thank you.
bin ich wieder. Was haben wir zuletzt gemacht? Ach ja, Arbeiter gebaut. Dann hast du Fenster zugemacht. So. Was fehlt mir jetzt überhaupt? Fehlt einfach zu wenig Leute, oder? Ja, okay. Dann haben wir jetzt unseren Fusionsreaktor. So schnell kriegen wir auch keine Geldprobleme, ich meine Stromprobleme, sag ich mal. Magnetit 30. So, was ich jetzt vergessen, die Raumhaften im Warteklappen mit einem Energietransmitter. Im Vantokrater. Ist das hier der Vantokrater? Im Vantokrater. Alles klar. Dann mache ich das mal. Geht gar nicht. 750 Arbeiter. Gut. Ah ja, das Dingsbus-Projekt. Alles eine Stange Geld einfach nur. Ich bin jetzt schon wieder bei 4.000. Ich hatte doch so viel Geld damals. Komm, 57. Oh, wie viel ist denn Reparatur, Mann? Was gehen wir da noch hin? Ja. Komm, 2-1, ja. Neue Gebäudearten verfügbar. Raumhafenerweiterung wird ausgeführt. So, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Vorbereitungen für Raumhafen-Upgrade. Kostet mich das 20 Magnetit. Die Energiekrise. Oh ja. Erst führt die Global Union Energietransmitter. Dann drängen sie den weg aus dem Weg. So. Nächster Energietransmitter, der nach. Ne? Vor allem muss der Energietransmitter eigentlich zur Erde führen. Und der führt. Der ist einfach da hinten und der führt einfach direkt nach oben. Passt. Hier wird dann, hier ist dann der Fusionsreaktor. Hier. Dann gehen durch irgendwelche Kabel. Wahrscheinlich irgendwo unterirdisch die Straße entlang. Hier der Strom, der Strom, der Strom, der Strom, der Strom, der Strom, der Strom hier oben rein. Und dann geht es nochmal irgendwelche Stromleitungen wahrscheinlich hier hinten hin. Hier so rein, zack. Hier durch wird es irgendwie umgeleitet, keine Ahnung, was wir machen mit den Teilen. Zack, und dann macht und dann geht der Laser hoch. Verbessern Sie Raumhafen Warburg-Becken mit einem Energietransmitter. Ich würde aber sagen, da brauche ich erstmal Replikat. Ja, das kann man noch kurz verbessern. Schon wieder fehlt der Polizei. Wetten, da fehlt gar keine Polizei. Da will mich einfach nur verarschen. Ich sage, ich mache gleich mal Quantencomputer. Aber nicht zuerst muss ich. Doch, ich mache gleich mal Quantencomputer. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche wahrscheinlich deutlich mehr davon, ne? Investoren. 25.000, ja, ist klar. Ich habe letztens einen. So, ich schätze mal, dafür muss ich jetzt Replikatoren bauen: Mikrochips, Multiprismen. Multiprismen brauchen Diamanten und seltene Erden. Ja, das wird mal wieder eine Produktion, ne? Würde ich sagen, dafür besetze ich schon mal diese Insel, Achtung, weil hier würde ich sehr gerne die bauen. Mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Würde ich mal sagen, bauen wir diese Brücke hier, unsere allererste Brücke. Weil hier. Oder bauen wir das hier noch? Ach komm, bauen wir das hier hinten in der Ecke oder so. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also, wir brauchen Replikatoren. Boah, jetzt kann ich wieder richtig schön rechnen. Jetzt kann ich richtig schön rechnen. Wir haben minus 7. Das heißt, ich will so ungefähr plus 10 haben. Ich will 17 Replikatoren haben. Ich will 17 Replikatoren haben. Das heißt, Replikatoren.
kostet noch Mikrochips und Multiprismen. Replikatoren produziert pro Minute bei 100% 8 Replikatoren. Ich brauche 17. Das heißt, ich muss 17. Ich habe hier Taschenrechner. Ich muss 17 geteilt durch 8 rechnen. Da steht 2,125. Das heißt, ich muss Replikatoren normal bauen bei 212% betreiben. Und besser noch weniger, bei 212%. Dann würde ich jetzt mal hier hinten eins bauen. Hier so. Hier rein. 212%. Jetzt produziert er schon mal 8. Produktionsrate plus 50. Ich brauche. Das heißt, jetzt sind es 100%. 150, 200%, 250%. Gut. Ach ja, Energie. Haben wir noch irgendwo so ein Teil? Ja, sowas zum Beispiel. Warnung. Energiemangel. Okay, dann mache ich noch ein neues. Da ist eins frei. Lügt denn das ganz frei? Ja, Wasserbobblitz brauche ich. Hier wären noch welche, dann mache ich hier. Ich baue erstmal so schnell am Rand entlang. Überall fehlt immer so ein Stück Straße. Da auch noch. Jetzt müsste aber gleich verbunden sein. Jetzt hat das. So, jetzt baue ich noch ein Modul dran. Wie lange? 122 Graphen. Das müsste fürs erste reichen. So. 250%. Jetzt tue ich jetzt 250% produzieren. So. Jetzt habe ich hier ein Minus von. Oh, die Mikrochips waren eingangs zu niedrig. Die Maler Eingabe 5. Ach so, okay. Allgemein tut das anzeigen. Also Mikrochips reichen anscheinend noch. So, für die Multispec-Prismen. 15. Ich brauche 15 Multispec. Prismen. 15 Stück. 15. Optimal. Bei 100%. Hä? 0 von 6. Hä? Wie 0 von 6? Was soll das? Verstehe ich nicht. Warte mal, hier zeigt er mir an. 0 von 8. Wie komisch ist das denn? Ertrag plus 8. Zeigt er mir an, Replikatoren 8. Wenn ich den Bau abbreche, zeigt er mir auch 8 an. Zeigt er mir 6 an. Hä, wie dumm ist denn das? Okay, 6. Wie viel brauchte ich nochmal? 15, okay. Das heißt, es ist 15 geteilt durch 6. 15 geteilt durch 6 sind 25. Ah ne, 2,5. Nicht so viel wie 2,5. Also muss es bei 250% arbeiten. Alles klar, das heißt, ich baue jetzt hier eine Nanoschleife. Bei 250% arbeiten. Plus 100. 250. Das heißt, ich baue 2. Jetzt müsste er bei 300% arbeiten. Müsste er.
wenn es optimal wäre. So, der braucht aber noch Diamanten und seltene Erden. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Diamanten. Diamanten haben wir Mangel an minus 15. Also wir brauchen jetzt erstmal Diamanten. Boah, das geht gerade ordentlich aufs Geld, wie ich sehe. Ich weiß nicht, ob wir nochmal eine Million dazu kriegen. Ah, schon sind wir bei plus 10. Das Diamanten haben wir jetzt. Jetzt fehlt noch seltene Erden. Müssen wir mal gucken, wie viel er noch hat. Oben. Mond. Seltene Erden plus 6, minus 3. Gut. Dann würde ich sagen, von da nach da hole ich mal welche rüber. Das Protokoll sieht in solchen Fällen Folgendes vor. Mal plus 2 hier machen, bestätigen. Und schon passt es. Guck, perfekt. Erfüllt. Hab's genau nachgerechnet. Ah, jetzt haben wir Mikrochips minus 3, warum auch immer. Und minus 5 schon wieder bei Diamanten. Hä? Was macht das? Vorher hat er doch gesagt, es ist plus 10. Jetzt hat er plus 4. Jetzt fehlt dann Strom. Hast du Neuigkeiten zum Auftrag für mich? Ich brauche unbedingt diese Investoren, an sich diese blöde Scheiße hier wegkriegen. Blöde Energiemangel immer. Minus 14.000, Alter. Ich habe jetzt Replikatoren, jetzt muss das doch langsam hochgehen. So. Minus 3 Mikrochips, alles klar. Haben wir noch? Haben wir nicht. Kann ich ausbauen? Nein, kann ich nicht. Dann brauche ich hier eine neue Siliziummine. Alter, das ist alles so teuer. Oh, und schon wieder fehlt der Strom. Ich hasse es. Immer so ein Problem, so eine Quälerei. Oh Mann, Scheiße. Minus 113.000, ob das Geld wird noch lange durchhalten. Oder etwas lange durchhalten. Ich habe hier noch gar nicht genug ausgebaut, ne? Nee, habe ich nicht. So, wie sieht's jetzt aus? Diamanten passt. Dann passt Mikrochips jetzt noch ein paar. Bitte, dass ich nur ein einziges brauchen muss. Danke. Jetzt haben wir ein Plus bei Replikatoren. Kommt das hier auch langsam an? Ja. Langweilig hier. Volle Möhre. Reicht trotzdem nicht. Weil ich produziere auch plus 13. Wo ich gar nicht so viel brauche. Wie viel hat mich das gekostet? Kostet so ein Teil. Das hatte mich 5 Graphen und 7000 Credits gekostet. Dann kann ich ein paar abreißen. Verstehe, ich habe doch genau nachgerechnet. Plus 5 reicht mir auch. Plus 9 bei Detail. Hä, ich habe doch. Naja, immer so, mal so, mal so. Aber es hätte eigentlich gereicht. Ich wollte ja auch plus 10 mal Replikatoren haben. Aber das habe ich nicht so ganz bedacht. Auch halbere Kostenerstattung zum Glück. So, jetzt müsste es reichen. Und jetzt habt ihr auf einmal schon wieder plus 10 Diamanten. Ich verstehe das alles nicht. Ich mag die Vorgehensweise nicht. Ich mach's lieber von hinten nach vorne, nicht von vorne nach hinten. Das finde ich blöd. Ich mach's lieber von hinten nach vorne. So, jetzt habe ich aber trotzdem immer noch minus 6000. Wird das jetzt langsam irgendwie besser oder nicht? Ich bin sicher, dass es wichtig ist. Es bleibt jetzt so, wie es ist. Hier fehlen Neurometalle, fehlen ein paar. Minus 8. Und ich sage, machen wir auch direkt Quantencomputer, ne? Aber wir brauchen irgendwoher eine gute Bilanz. Firma unter neuem Titel geführt. Ich habe gehört, dass in den Führungsetagen von Cassian Industries ein Kompetenzgerangel herrscht. Das sollten wir im Auge behalten. Magnetit. Wie brauchen wir nochmal für den Upgrade? 25.000, 24.000. Ja, bald haben wir es doch schon. Wir haben es doch schon fast. Wir haben es doch schon fast. Aber die Bilanz ist immer noch kacke. Echt?
stabilisiert sich jetzt langsam ein bisschen, Bauern. Immer noch schöne Ornamente, unsere Stadt sieht ja schön aussehen, egal unter welchen Umständen wir hier leben. Alter, das wird so Spaß machen, wenn wir das Firmenzentrale bauen. Warum habe ich... Ach ja. Ich bin schon wieder das minus 4000. Ist das jetzt weniger oder mehr geworden? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich passe noch über so ein bisschen hin. Naja, gut, das reicht dann auch fast. Hier will ich noch ausbauen. Entschuldigung. Sie sind was. Ach nee, müsste eigentlich viel weiter breit sein, ne? So. Die ganzen Straßen ziehen. Alter, die gesamte Insel ist schon voll geworden. Ich muss das alles irgendwann wieder abreißen. Route ineffizient. Ursache, ja, fehlende Waren. So, direkt Information, dann noch direkt die Polizei dazu. Noch ein Mangel, ne? Ja. Muss ich wahrscheinlich schon wieder zwei bauen. Ich will es perfekt schön bauen. Schade, dass es mir noch sozusagen Ornamente-Dingsbums gibt. Ornamente-Menüleiste. Parkplätze. Boah, wie schön das manchmal aussehen kann, ne? Oh, minus 109. Das ist so schön. So, mehr geht erstmal nicht. Die steigen jetzt sowieso. Auch mit Neuroimplantaten. Das habe ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Erstmal jetzt gucken, was es alles so gibt. Wasser fehlt. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Ich würde diesen Vorgang verinnerlichen, Alter. Da können wir ganz einfach uns Wasser nehmen und auf die Karte gucken, wo es alles noch blau ist. Hier ist blau. Da haben wir irgendwo was frei? Nein. Nur hinten ist noch blau, da würde ich gerne Produktionen machen hier. Machen wir hier alle. Was? Nee, nicht 103, 300. 103. So. Jetzt würde hier eine Straße hinkommen. 103. Ich beste. Müssen wir später einfach nur noch Häuser reinbauen, ne? Das ist eigentlich auch ein bisschen praktisch. So, ja gut. Ja gut. 600.
600. Was kommt denn wieder weg? Achtung, Mangel an Transport haben wir eigentlich. Ja, man leckert doch nicht rum. Da, bitteschön. Immer noch eine Minusbilanz. Aber egal. Jetzt haben wir erstmal Wasser, baue ich direkt auch wieder aus. Wir haben das Caffeine. I have graphene on my mind. So, Vitamindrinks sind voll. Wenn wir auch nämlich keinen Platz mehr haben. Ich muss sagen, brauchen wir neue Vitamindrinks. Wo bauen wir die hin? Hier wäre ein guter Ort. Würde ich mal sagen. Hier so. Da müssen wir jetzt erstmal abmessen. Ein so ein Teil, wie groß ist das? Eins. Oh, können wir ja nachgucken. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Ja, wie messe ich das jetzt an? Egal, ich baue einfach. Wir holen dir eine positive Kreditbilanz. Bin ja dann dabei. Hier ist das Ende. Muss ich hier also runterbauen. Ach Mist. Mach ich einen Klotz einfach. Ne? Dann passt es immer. Dann sieht das ja nicht so ein bisschen locker. So. Gehen wir mal an den Ohrstift. Oh, wir haben schon wieder viel zu lang. Oder etwas zu lang. Naja, ich mach das jetzt noch zu Ende. Bringt zu Ende, was ich angefangen habe. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt mal 5. Das dürfte dann erstmal reichen. Reis müssen wir auch bald umlagern und neu bauen. So, jetzt können wir noch mal kurz auf die andere Insel zurückgehen und hier noch mal ausbauen, die letzte Fabrik. Ich will euch erstmal was nachgucken. Was verbraucht denn hier eigentlich mehr Strom? 75, 60. Also das ist gut, wenn wir ihn hier bauen. So. Perfekt. So, wie viel haben wir denn hier jetzt noch? 25. Dann baue ich das jetzt noch zu Ende. Null. Okay. So, ansonsten. Luxuskost passt, Intelliware passt, Replikatoren passen. Beim nächsten Mal steigen wir noch, lassen wir noch schon weiter aufsteigen, würde ich sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Anno 22.5. Ciao!